Wunderschönen guten Tag hier aus Köln. Und wie angekündigt ist mein Gast heute Michaela Schaffrath. Ich grüße dich. Ich grüße dich auch. Hallo, es ist ziemlich früh am Morgen hier in einem wunderschönen Hotel Wasserturm, Köln. Bist du hier öfter? Ja, also jetzt, seitdem ich ja nicht mehr in Köln wohne, beziehungsweise im Kölner Raum wohne, bin ich schon mal öfter hier im Hotel. Es gibt noch ein anderes wunderbares Hotel in Köln, was eigentlich auch sehr bekannt ist als sozusagen Medienhotel. Ich glaube, den Namen darf man jetzt aber nicht nennen, oder? Dann sind die hier sauer. Man kann alles. Das ist das Savoy. Das Savoy. Und aber da sind die ganzen Promis. Ja, hier oder im Savoy. Und im Savoy, glaube ich, habe ich gefühlte 100 Mal schon irgendwie geschlafen. Und das Hotel im Wasserturm ist natürlich wirklich oberstes Regal. Also ich glaube, das ist so das erste Haus am Platz. Es gibt einen Grund, wieso ich das frage. Mhm. Ich lerne diese ganzen Prominenten kennen, die in diesen tollen Hotels leben und rumkommen und so weiter. Das Hotel kann so schön sein wie möglich. Ich merke die schon nicht so glücklich wie meine Nachbarn, die nicht dauernd in tollen Hotels leben. Woran liegt das? Womöglich, weil es ein Stück Alltag für mich ist, in einem Hotel zu wohnen. Genauso wie es mit Fliegen ist, oder ja, bestes Beispiel, meine Eltern, die fliegen, wenn überhaupt, einmal im Jahr in den Urlaub. Und ich fliege halt sehr, sehr oft. Vieles mache ich aber auch gerne mit dem Auto, weil man dann einfach viel flexibler ist und ungebundener. Und für meine Eltern ist das ja ein absolutes Highlight, wenn die fliegen. Das ist ja, die sind, glaube ich, schon 3 Tage vorher aufgeregt. Und für mich ist das wie Busfahren. Also immer kurz vor knapp zum Flughafen, schnell den Koffer noch beim Quick-Check-In irgendwie hingeschmissen und dann durch die Kontrolle und ab in den Flieger. Und das ist genauso wie mit den Hotels. Man kennt sich einfach schon aus. Das ist eine Routine, die sich so mittlerweile einstellt. Aber ich finde es trotzdem immer noch schön, in Hotels zu wohnen. Michaela Schaffrath hat ganz viele Facetten. Mhm. Jetzt reist du ganz viel rum, bist Schauspielerin. Auf der Bühne, im Fernsehen, fangen wir mit der Schauspielerin Michaela Schaffrath an. Wie? Das wollte ich werden als Jugendlicher, aber nicht irgendwann Schauspieler. Wie wird man Schauspieler? Ja gut, es gibt den klassischen Weg. Oder vielleicht muss ich da erstmal einsetzen, ich wollte das gar nicht werden als kleines Also die Mädchen. Erfolgreichen Leute, die ich kennenlerne, wollten das alle nicht werden oder haben nie studiert oder also es ist bei mir eigentlich auch der gleiche Weg. Ich wollte immer Kinderkrankenschwester werden und das bin ich ja dann auch geworden und habe den Job ja auch 10 Jahre gemacht. Und wenn man sich so ein bisschen mit meiner Vita beschäftigt, dann weiß man, dass ich ja dann so einen kleinen Ausflug, so einen 2-jährigen Ausflug in eine ganz andere Aktivität gehabt habe. Und dann war es wirklich absoluter Zufall, dass ich Markus Rosenmüller kennengelernt habe, der mich zur Schauspielerei gebracht hat. Und Dieter Pfaff, der leider nicht mehr unter uns weilt, das waren die beiden ersten, sagen wir mal, Menschen, die ich aus der Branche kennengelernt habe, die beide gesagt haben, Michaela, mach was draus, du hast einfach Talent. Und so bin ich zur Schauspielerei gekommen. Der klassische Weg ist natürlich, um auf deine Frage zurückzukommen, wie wird man Schauspieler? Du machst eine Ausbildung, sammelst wahnsinnig viel Erfahrung und hast dann hoffentlich irgendwann Glück, weil du musst auch viel Glück dabei haben, dass du zur rechten Zeit am rechten Ort bist und sozusagen eine tolle Rolle bekommst, die dich dann halt pusht und die dich dann halt bekannt macht. Also die mit der Ausbildung kenne ich auch aus dem Freundeskreis, die fahren Taxi. Das ist Aber das haben viele ja auch gemacht. Also ich kenne ja viele Kollegen, die Taxi gefahren sind, die gekellnert haben oder die, keine Ahnung, Pizza ausgefahren oder sowas, um sich natürlich erstmal das Studium zu finanzieren. Und es gibt auch heute noch Kollegen, die was ganz anderes machen, damit sie überhaupt überleben. Weil, machen wir uns nichts vor, dieser Beruf ist nicht immer so toll, Friede, Freude, Eierkuchen-mäßig, wie das immer dargestellt wird. Es gab ja letztens eine wunderbare Doku im ZDF, wo Christian Karmann das auch mal ganz klar auf den Punkt gebracht hat, oder Nina Petri, dass das alles andere als Friede, Freude, Eierkuchen ist. Dass es auch Durststrecken gibt, dass es wirklich Momente gibt, wo man sich überlegt, will ich das weitermachen oder halte ich das überhaupt durch? Was sind da die Punkte? Also Mobbing oder ist es... Es gibt keine Jobs. Einfach keine Jobs. Ja, es gibt einfach keine Jobs. Ich glaube, es gibt einfach zu viele von uns
Und zu viele und zu wenig Jobs. Und mittlerweile ist das wieder so ein, also akklimatisiert sich das so ein bisschen, also dass es jetzt wieder besser wird mit den Jobs, aber ich sag mal so 2009, 2010 war echt ein ziemlich mieses Jahr. Und da stand ich 2010 auch selber vor dieser Entscheidung zu sagen, schmeißt du jetzt das Handtuch, gehst du wieder zurück ins Krankenhaus oder ziehst du das durch? Und dann bin ich quasi gerettet worden durchs Theater, weil ich die Rolle in den Zärtlichen Machos bekommen habe. Was ist es, was einen jeden Tag aufstehen lässt? Also was ist es an diese Kamera oder das Publikum, was ist es, wo man rausgeht und gesehen werden will oder etwas darstellen möchte? Ich weiß nicht, ob der Schwerpunkt bei gesehen werden will liegt. Bei mir liegt es eigentlich eher daran, dass ich sehr, sehr gerne auf die Bühne gehe. Also ich fühle mich auf der Bühne wirklich zu Hause und sehr wohl. Ich habe keine Berührungsängste, habe ich noch nie gehabt, schon als kleines Kind. Habe ich immer jeden angequatscht und gefragt, was ist das, wie kommt man da hin, kann ich das mal haben oder können Sie mir da mal helfen? Bei mir ist es wirklich so dieses tolle Gefühl, die Menschen, die für uns ins Theater kommen, zu entführen. Für 2 Stunden oder wie lange auch das Stück geht, sie einfach in eine andere Welt zu entführen und sie auch aus ihrem Alltag herauszuführen und ihnen vielleicht ihre Sorgen einfach mal zu nehmen für 2 Stunden, sie zum Lachen zu bringen, das ist natürlich das Schönste. Für mich gibt es nichts Schöneres, als Menschen zum Lachen zu bringen, das direkte Feedback zu bekommen und vielleicht im Anschluss, das ist natürlich der Idealfall, den haben wir bei den Zärtlichen Machos gehabt und auch bei den Zauberhaften Zeiten, die ich schon gespielt habe, dass man im Anschluss noch den einen oder anderen trifft an der Bar und sich darüber unterhält und die dann sagen, Mensch, das war ein toller Abend, da geht mir das Herz auf. Gibt es nächstes Jahr Theaterprojekte? Ja, es gibt nächstes Jahr ab Februar das Stück Urlaub mit Papa von Dora Held. Das wird in Braunschweig gespielt, in der Komödie im Altstadtmarkt. Genaues Datum habe ich jetzt nicht im Kopf, aber Ende Februar bis Mitte Mai. Blenden wir ein. Super, bringen wir raus. Man muss dazu sagen, es ist nicht nur in Braunschweig, sondern wir haben auch 35 Außerhaustermine. Heißt, es ist so eine Kombination zwischen festem Engagement in Braunschweig und dann halt Tourneetheater. Und dann gibt es noch ein weiteres Stück, was ich jetzt gerade angeboten bekommen habe, was ich zurzeit lese, was dann Ende des Jahres 2014 dann stattfindet, sehr wahrscheinlich dann in Bonn. Du hast es gerade erwähnt, du warst Kinderkrankenschwester. Mhm. Jetzt flitzt du hier rum, von Bühne zu Bühne, Hotel zu Hotel, Fernsehsendung zu Fernsehsendung, aber 10 Jahre dann Kinderkrankenschwester, das ist eine Karriere. Das ist irre, finde ich. Findest du? Ja. Warum? Jetzt stelle ich schon die Fragen. Ja, du bist ja wie die Profi. Ich wollte Erzieher werden und habe es nicht gemacht, weil ich irgendwas dann gemacht habe, womit man Geld verdient. Und es ist ja blöd mit den sozialen Berufen in Deutschland. Da gebe ich dir recht. Aber was war es, wo du gesagt hast, ich mache eine Ausbildung zur Krankenschwester? Also, du hast es ja eben schon mal ganz kurz aufgegriffen, du machst so einen sozialen Beruf nicht wirklich wegen des Geldes, weil das kannst du abhaken. Ich glaube, das ist purer Idealismus, der dahinter steckt. Das heißt, du lebst für diesen Beruf, du brennst dafür, du interessierst dich einfach dafür. Das war schon immer so. Mich haben die Naturwissenschaften in der Schule schon immer interessiert. Biologie, Anatomie, Physiologie, Chemie jetzt eher weniger oder Physik, aber das gehört ja zum Teil, das ist ja alles so ein Geflecht, ne? Das gehört ja alles irgendwie zusammen. Dann mochte ich Kinder schon immer und ich mag Kinder auch immer noch, weil ich finde, sie sind einfach die zauberhaftesten und ehrlichsten Wesen auf unserem Planeten. Und diese Kombination gepaart mit meinem Helfersyndrom, da gab es eigentlich gar keine andere Konsequenz, als diesen Beruf zu machen. Jetzt sagst du Helfersyndrom, du bist Schirmherrin bei DSAI. Was ist das? Die DSAI ist die Patientenorganisation angeborener Immundefekte, die sich also wirklich darauf spezialisiert hat, angeborene Immundefekte präsenter zu machen in der Öffentlichkeit. Die DSAI hat ja leider nicht so eine Lobby wie jetzt die Deutsche AIDS-Hilfe oder die DKMS oder welche großen Organisationen es dann sonst noch so gibt. Und deswegen brauchen sie halt ein Gesicht, in diesem Falle mein Gesicht, was einigermaßen prominent ist und was die Aufmerksamkeit erregt, um auf die Problematik aufmerksam zu machen, dass
die angeborenen Immundefekte nicht präsent sind in den Köpfen der Ärzte? Krankenschwester, dann Schauspielerei, Menschen verzaubern, mitnehmen, abholen, in eine andere Wirklichkeit führen, dann dieses Engagement bei der DSAI. Also man kennt Michaela Schafrath aus dem Fernsehen. Ich höre jetzt Themenfelder raus, wo jemand irgendwie immer wieder neue Wege findet, sich als Medium nutzt, um irgendwie Leuten Gutes zu tun. Mhm. Das ist eine spannende Facette, wie ich sie sehe, wie ich sie leider nie irgendwie in einem Interview mit dir wahrgenommen habe, was ich sehr schade finde. Ja, das stimmt, weil manchmal die Plattform nicht da ist. Oder also ich sag mal, in einem Interview, was abgedruckt wird, ist es eh immer sehr, sehr schwierig, weil da auch viele Dinge einfach unter den Tisch gekehrt werden, beziehungsweise nicht erwähnt werden, aus Platzgründen oder warum auch immer. Ja, und wenn man dann das in einer Form hat, so wie wir das jetzt haben, fällst du auch ganz oft dem Schnitt zum Opfer. Es sei denn, man macht einen Live-Talk, so wie wir das jetzt machen, was ungeschnitten ist, aber das ist heutzutage so gut wie gar nicht mehr im Fernsehen. Also ich bin ja jemand, der Live-Talks eigentlich bevorzugt. Liegt es an den Medien? Also wollen die Medien, die Medien gibt es ja nicht, aber sind die Zuschauer und die Sendung so aufeinander geeicht, dass man eigentlich nur Personen, Schubladen, Klischees schnell, knackig, aus verschiedenen Perspektiven präsentiert bekommen möchte? Ich befürchte ja. Ich befürchte, dass das, oder ich glaube, dass das die Denke der Medienmacher ist. Ich bin aber der Meinung, dass das nicht das ist, was die Zuschauer unbedingt wollen. Ich glaube, die Zuschauer wollen einfach nur authentische Persönlichkeiten sehen. So wie man wirklich ist. Dass man sich auch mal verspricht oder dass man auch mal ausrastet. Ja, dass man nicht immer nur beherrscht und konzentriert, sondern ja, einfach so ist, wie man ist. Dass der Mensch oder der Zuschauer vor dem Fernseher sitzt und sagt, Mann, die ist ja genauso normal wie ich. Und das wird, glaube ich, oder ich habe einfach das Gefühl, dass das ganz oft zu sehr beschnitten wird. Weil es genauso ist, wie du das sagst, das muss immer kurz, knackig, leicht skandalös irgendwie sein, mit einem Hauch, wie soll ich sagen, so mit der moralischen Keule irgendwie noch leicht angekratzt und so einem Hauch Verborgenen und Geheimnisvollen und so. Das ist ja auch alles in Ordnung, aber man darf auch nicht zu sehr abschweifen. Man muss schon irgendwie auch immer bei sich selber bleiben. Und wie gesagt, bei so Live-Talks ist das natürlich immer gut möglich, dass man, dass dann der Zuschauer wirklich das mitbekommt, was man ist. Ist es Bühne oder Fernsehen, was dich mehr reizt? Das kann man nicht so einfach beantworten, diese Frage, weil es ist, beides reizt mich sehr. Bis auf die Tatsache, dass man jemanden unterhält, das ist das, was die Gemeinsamkeit ist, geht der Rest aber ziemlich auseinander. Ja, weil das Arbeiten an der Bühne ein ganz anderes ist als das, was man mit der Kamera macht oder fürs Fernsehen macht. Liegt einfach schon an der Vorbereitungszeit oder ich sage immer so, ohne das Fernsehen abwerten zu wollen, weil ich mache auch sehr, sehr gerne Fernsehen und bei mir funktioniert die Kombination von beidem sehr gut. Also ich bin da in einem sehr guten Gleichgewicht. Aber die Bühne ist einfach so ein Stück weit ehrlicheres Handwerk, weil du da kein Netz hast, keinen doppelten Boden. Da sind wir wieder bei diesem Beschneiden. Ne? Mhm. Du bist im Hier und Jetzt, du musst jetzt funktionieren, du musst das, was gerade dir geboten wird, nehmen und das Beste daraus machen, die Leute in deinen Bann ziehen und du musst auch reagieren bzw. agieren. Also wenn da mal was schief läuft oder deinen Text vergessen, das kannst du nicht sagen, ich habe gerade meinen Text vergessen, können wir nochmal von vorne anfangen, da musst du irgendwie improvisieren. Nehmen wir an, Mitte nächsten Jahres kommt auf der Bühne das Stück Schafrath uraufgeführt. Ja. Oder es kommt eine Fernsehsendung Schafrath. Was wären die Unterschiede? Was wären das überhaupt für Formate und wo liegen die Unterschiede? Also, fürs Fernsehen könnte ich mir ein Format unter dem Titel Schafrath vorstellen, was eher in die Richtung Talk geht. Ich hatte vor einigen Jahren, also nachdem ich im Dschungelcamp war, 2008, habe ich einen wunderbaren Piloten aufgenommen mit einer Kölner Produktionsfirma unter dem Titel Schafrath. Im Ernst? Und es ging dabei auch um einen Daily Talk.
mit sehr, sehr interessanten Gästen. Und dieser Talk ist auch wirklich super, super gewesen. Also ich sage das jetzt nicht, weil ich den jetzt da moderiert habe oder so, aber es war so echt, es war so authentisch. Es waren wahre Menschen aus dem Leben gegriffen. Das waren jetzt nicht irgendwelche Prominenten, mit denen ich mich da unterhalten habe, sondern das waren so Leute, so wie du und ich. Ja? Ja. Ich tue mich ja auch immer schwer mit dieser Prominenz. Ich bin ja auch ganz normal. So sage ich das auf jeden Fall immer und so fühle ich mich auch. Also das wäre was fürs Fernsehen. Ein Talk mit Menschen, die einfach Schicksale haben, worüber wir reden möchten. Und vielleicht kann ich hier und da auch helfen, weil da gab es wirklich tolle Themen von verzweifelten Menschen, die einfach Hilfe brauchten. Und Schaffort auf der Bühne würde ich dann eher, glaube ich, etwas biografisch machen. Ja. Ja. Ist ja auch nicht ganz uninteressant. Wer sollte dich spielen? Ich weiß nicht. Die Frage habe ich mir nie gestellt. Ich glaube, sich selber spielen ist bescheuert. Weiß ich nicht, oder? Also, wie gesagt, die Frage habe ich mir irgendwie noch nie gestellt. Aber sich selber spielen, klar, ich könnte mich natürlich am besten selber spielen, weil ich natürlich genau weiß, was ich in dem Moment gefühlt habe oder ja, also wie es mir in dem Moment ginge. Ich weiß aber nicht, ob das für den Zuschauer so toll ist, weil dann wäre es ja, glaube ich, eher eine Doku und kein Film oder kein Stück. Das soll man anderen machen. Ich würde das, glaube ich, eher irgendwie begleiten. Beratend oder Regieassistenz oder irgendwie sowas. Wenn du im nächsten Jahr so eine Art Allmacht hättest, du kannst verändern, was du willst auf dieser Welt, was würdest du verändern? Oh Gott, das würde jetzt, glaube ich, den Rahmen dieser Sendung sprengen. Ja? Ja, ich würde gerne wahnsinnig vieles verändern. Gar nicht mal in Bezug auf meine Person, weil ich bin mega glücklich, so wie es ist. Total happy mit meiner kompletten Gesamtsituation. Und es gibt eher so allgemeine Themen, die wirklich mich beschäftigen. Ist es jetzt Klimawandel, der jetzt überhaupt irgendwie nicht vollzogen wird, wenn ich das wieder sehe, dass der Klimagipfel jetzt irgendwie ohne großartige Erfolge auseinandergegangen ist. Ich würde dafür sorgen, dass die komplette Armut in unserer Welt verschwindet, dass jeder was zu essen hat, jeder ein Dach über dem Kopf hat. Vielleicht ein bisschen tiefer stapeln. Ich würde mir wünschen, dass die angeborenen Immundefekte einfach präsenter sind bei den Ärzten. Dass wir es schaffen, das Screening, was bei jedem Kind nur 5 € kosten würde, durchzusetzen als eine Routineuntersuchung bei jedem Neugeborenen, um halt dieses Leid zu verhindern. Solche Sachen halt. Ich würde einfach mal so ein ganzes Jahr durch die Welt schippern und überall, wo es so Knackpunkte gibt, die mich irgendwie stören, und da gibt es ja wirklich ganz, ganz viel auf unserer Welt, die würde ich dann einfach so wegwischen wollen. Gibt es Menschen, wo du denkst, die haben so Großes erreicht für die Menschheit? Da gibt es sicherlich ganz viele Menschen, die sich eingesetzt haben, also ob es jetzt die Apartheid ist, also wenn man jetzt ganz weit zurückgeht, ja, oder jetzt, sagen wir mal, aktuell in unserer Gegenwart. Boah, das ist eine gute Frage. Gleich, wenn wir fertig sind, fallen mir auch ganz, ganz viele ein. Dann muss ich die nochmal anrufen. Vielleicht muss man auch gar nicht so hoch stapeln. Ich glaube, dass wir alle irgendwie was erreicht haben. Erstmal für uns selber. Also ich finde, wenn man sich selber auch treu bleibt und wenn man an sich glaubt und seine Träume lebt, dann erreichen wir für uns ja schon sehr, sehr viel. Also ich kann das von mir auf jeden Fall behaupten. Wenn du dich mal so umschaust. Nehme ich das mal auf und bestell. Letztens bei der Bambi-Verleihung kam Bill Gates. Ja, das habe ich jetzt auch gerade überlegt. Was ist eigentlich jetzt so? Ich versuche gerade so ein bisschen etwas Tagesaktuelleres zu finden. Ich fand eines ganz spannend. Bill Gates kam und hat irgendwie gesagt, ich mache das jetzt. Mhm. Er nennt das optimistische oder utopische Optimisten. Ich weiß es nicht. Darum geht es mir gar nicht. Man hatte so das Gefühl in den Gesichtern im Publikum, so eine Erleichterung. Der macht das jetzt. Mhm. Und du sagst, eigentlich machen wir das alle gemeinsam.
Ja, ich finde schon. Jetzt die erste Frage war, wenn du eine Allmacht hättest, was würdest du auf der, was können wir denn alle, jeder für sich, Kleines beitragen, dass diese Welt, diese Erde ein besserer Ort wird? Oh, das wäre so leicht. Also ich lebe ja nach dem Prinzip Mitdenken, Freude schenken. Und was ich zum Beispiel überhaupt nicht leiden kann, sind ignorante, selbstverliebte, egoistische Menschen. Das fängt schon bei ganz publiken Sachen an, wie zum Beispiel Bitte und Danke sagen. Das hat unsere Gesellschaft verlernt. Jemandem die Türe aufhalten, jemandem zuhören. Ich hatte kürzlich ein Erlebnis, dass mir jemand die Hand gegeben hat und weggeguckt. Also so dieses, weil ich guck mal, ich geb dir die Hand, sag ja Tag. Weißt du, so dieses Angucken, Menschen wahrnehmen, das hat auch was mit Respekt zu tun. Und ich ärgere mich fast täglich darüber, dass wir langsam zu so einer respektlosen Welt mutieren, wo Menschen sich nicht mehr anschauen, sich nicht mehr wahrnehmen und auch nicht zuhören. Das ist doch gar nicht so schwer, oder? Also immerhin, also die meisten Menschen machen ja Dinge des Geldes wegen oder wegen Anerkennung oder Aufsehen erregen oder so. Dafür haben wir also entweder Berufe, wo man Geld scheffeln kann. Das ist jetzt ein Traum, dem 7 Milliarden Leute nachrennen, ist nicht so spektakulär. Und 1 Milliarde Menschen haben Facebook, also alle kriegen ein bisschen Aufmerksamkeit. Gibt es spannendere Dinge, weswegen man seinen Job machen sollte? Gibt es spannendere Dinge, wie man mit seinem Nachbarn umgehen sollte? Was sollte der Antrieb sein, deiner Meinung nach? Was ist dein Antrieb, wie du mit anderen umgehst? Du, da komme ich wieder auf den Respekt. Weil ich finde, also das ist mir anerzogen worden, respektvoll miteinander umzugehen. Und sich nicht zu etwas Besonderem zu machen, weil im Grunde sind wir alle nur zu Besuch auf dieser Welt. Und der eine hat vielleicht ein bisschen mehr Glück als der andere gehabt, ein bisschen was in die Wiege gelegt bekommen. Also ich sag jetzt mal finanziell, ja, also dass da irgendwie so ein Rückhalt ist, wobei Geld nicht das Wichtigste ist. Also die Erfahrung habe ich auch gemacht. Es gibt wichtigere Dinge, die einen glücklich machen und erfüllen können. Und ich glaube, dass dieser Umgang miteinander, dass der einfach wieder mehr Priorität haben muss, dass man sich einfach respektiert und dass man sich auch wirklich interessiert für sein Gegenüber und auch hilft. Und wenn man merkt, ich bin gerade in einer guten Situation, mir geht's gut, ich bin gesund, ich habe einen tollen Partner, ich habe eine tolle Familie, der Job läuft, dann kann man doch vielleicht auch diese Prominenz, die man hat, nutzen, um auf Dinge oder auf andere aufmerksam zu machen, die sonst vielleicht gar keine Chance haben. Hm? Wie mit der DSAI zum Beispiel. Oder also das, viele ist, andere das ist eine Spitzensache. Es ist, ich komme nochmal auf den Einzelnen zurück, weil du sagst, Respekt haben und jeder wünscht sich Respekt und wahrgenommen zu werden. Oder sich vielleicht, Entschuldigung, wenn ich dich unterbreche, sich vielleicht auch einfach mal zurücknehmen und sich auch selber manchmal gar nicht so ernst nehmen und so dieser Drang, irgendwie so im Mittelpunkt zu stehen und ja, also dieses und das haben so, wollen. Dieses Wo haben wollen, geben? Immer haben wollen. Dabei wenn ist das Geben was, viel schöner. Was ist, wenn alle nur haben wollen also, und wenige geben? Also, was? Ja, das ist ja das, wo ich das Gefühl habe, dass wir da so langsam so hin entwickeln. Weil ich das Gefühl habe, dass es viel, viel mehr Menschen mittlerweile gibt, die immer nur haben wollen. Aber haben wollen macht einen doch auf Dauer nicht wirklich glücklich. Also, ich will auch ein paar Dinge haben. Woran liegt das? Dass das dann nicht glücklich macht? Nee, dass es so ist. Was glaubst du? Weil jeder, glaube ich, viel zu sehr mit sich selber beschäftigt ist. Und ich finde das ganz schrecklich, immer dieses Haben wollen. Es gibt sicherlich auch Dinge, die ich gerne haben möchte. Ich bin aber auch Realist und weiß, dass das nicht alles geht. Ich gebe mich auch mit dem zufrieden, was ich habe. Und das ist echt viel. Vor allen Dingen, wenn du dich dann mit kranken Menschen beschäftigst. Und ich meine, ich habe ja 10 Jahre auch mit kranken Kindern gearbeitet. Und wenn du siehst, mit welch einer Selbstverständlichkeit und mit welch einer Geduld sie sich echt ihrem Schicksal echt ergeben, das erdet dich so sehr, dass du gar nicht mehr über so unwichtige Dinge wie hoffentlich passt die Handtasche zu meinen Schuhen oder keine Ahnung was, ja, dass du dich damit gar nicht mehr beschäftigst. Die Menschen müssten sich mal wirklich wieder ein bisschen mehr erden lassen. Gibt es da einfache Mittel, was jeder tun kann, um dieses Gefühl, also wenn du mir dieses Gefühl beschreibst, das hört sich, weckt in mir Sehnsüchte, das will man auch spüren. Wie kann ein Mensch sich erden?
Indem du mit offenen Augen durch die Welt gehst. Zu einfach. Für mich schon. Ich kann das natürlich nicht jedem mit auf den Weg geben, aber man sollte es vielleicht einfach mal Revue passieren lassen und mal denken und nachdenken. Und wenn du wirklich mit offenen Augen durch die Welt gehst und wenn du auch ein offenes Herz hast und ein offenes Ohr für Menschen, die einfach das Bedürfnis haben, sich jetzt bei dir eine Stunde auszuquatschen, weil es ihnen einfach schlecht geht. Und du merkst, wie gut einem das tut. Das kennen wir doch alle, wenn uns irgendwas belastet und das Herz schwer ist. Und wenn man einfach jemanden hat, wo man reden kann, heulen kann, alles machen kann, um sich so zu entleeren und seine Sorgen so loszulassen, danach geht es eigentlich beiden besser. Also mir geht es ja so. Ich kann ja, wie gesagt, nicht für alle sprechen. Einfach mal gucken, wie schön das da draußen ist. Gut, jetzt scheint die Sonne zwar nicht, aber wie schön ist es, wenn die Sonne scheint? Wie schön ist es, frische Luft zu atmen? Wie schön ist es, jemandem im Fahrstuhl zu begegnen, der einem ein Lächeln schenkt? So Sachen halt, so ganz einfache, simple Sachen. Der Grund, wieso ich so intensiv da nachfrage, ist, ich habe gesagt, Schaffrad, die Facettenreiche, das deutet auf eine lange, bruchreiche Vergangenheit, ein gefülltes Leben hin. Mhm. Und dann erlebe ich eine, Michaela Schaffrad, die ich kennenlerne hier, und die nimmt Leute wahr. Sonst treffe ich manchmal Leute, ich kann ja keine Namen nennen, die dann kommen und sagen, ich bin da. Ja. Jetzt ja. Existiert ihr Licht auch. Aus, spot an. Ja. Genau. Ja, ach so, so meinst du das. Jetzt so. Existiert. Um Gottes Willen, also das ist ja anmaßend. Ich übertreibe da jetzt. Und ich dachte, vielleicht hast du ein Geheimrezept. Und es geht ganz einfach. Und das können wir den Leuten verraten. Ja. Jetzt so in der Weihnachtszeit. Es geht ganz einfach. Sich selber nicht so wichtig nehmen. Und nochmal dieses mit offenen Augen durch die Welt gehen und diesen Respekt voreinander nicht verlieren. Das ist egal, ob das auf einer Beziehungsebene stattfindet oder auf einer beruflichen Ebene stattfindet oder auch einfach bei Menschen, die man gar nicht kennt. Das ist einfach mal, ne? Türe aufhalten. Hallo, also guten Tag sagen, wenn einer reinkommt. Jemanden anschauen, wenn man ihm die Hand gibt und so Sachen. Und dann, ja, es ist ganz einfach. Wirklich. Sehr gut. Wir sehen dich demnächst wieder im Fernsehen, auf der Bühne. Mhm. Wir können uns ja in einem Jahr wieder treffen. Ja. Wenn das, nachdem das hier alles ausgestrahlt ist, und du wirst ja sicherlich dann, ich meine, ich habe ja schon festgestellt, dass du auch jemand bist, der mit offenen Augen und offenem Herzen. Ich hab's echt leicht. Ich habe weder Produzent noch Redaktion noch einen Sender oder so. Ich kann überall hin und ich kann sagen, den will ich kennenlernen, da bin ich auch. Das ist aufregend für mich. Ja, aber das, was ich so merke, so, das, was wir kennen uns ja jetzt auch erst seit ein paar Minuten und ich merke aber einfach, dass du jemand bist, das merkt man ganz, ganz schnell, wie jemand so ist, ob der so ein respektvoller Mensch ist und ob das jemand ist, der einen auch wirklich wahrnimmt. Das sieht man im Blick, das sieht man einfach so in deinem ganzen Habitus und so. Und du weißt, ich glaube, du weißt selber, wovon ich rede, oder? Wir sehen uns in einem Jahr wieder hier, wieder. Ja, was, das wäre ein Deal. Und dann gucken wir mal, tauschen wir mal unsere Erfahrungen aus, ob sich das ein paar Leute hier zu Herzen genommen haben. Ich bin total gespannt. Ich auch. Ich bin auch auf die Reaktion gespannt. zum Schluss nenne ich immer drei Begriffe und bitte zu jedem Begriff eine kleine Assoziation. Sehnsucht. Sehnsüchte sind wahnsinnig wichtig und auch der Antrieb fürs Leben. Zweiter Begriff, Verzückung. Verzückungen können in kleiner und großer Weise stattfinden, aber sie werden nicht immer erfüllt. Dritter Begriff, Erotik. Wichtig, toll, hat ganz viel mit Ästhetik zu tun und sollte man auf jeden Fall in sein Leben mit einbinden. Vielen Dank, liebe Michaela, für dieses Gespräch und wir sehen uns in einem Jahr wieder. Ich freue mich drauf. Dankeschön. Ich danke auch euch, meine lieben Abonnenten. Und mein nächster Gast ist der Angstforscher Borwin Bandelow. Das wird total spannend. Der Name klingt schon so. Ich habe voll Angst. Angsteinflößen. Und ja, bis zum nächsten Mal. Dankeschön. Haben wir was ausgelassen? Nee, gar nicht.